Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Road to Contracts Multiplayer Let's Play Sniper Ghost Warrior Contracts. Ja, wir machen jetzt hier wieder mal ein bisschen weiter. So, erstmal weg mit dem einen Herren dort hinten. So, den haben wir erstmal schön weggemacht. So, wir machen jetzt erstmal dort vor zu diesem Posten, würde ich sagen. Hinten sehe ich auch noch einen Turm. Ich weiß jetzt nicht, ob dort noch ein Scharfschützer drauf ist. Schauen wir gleich mal. Würde ich sagen. Da schauen wir gleich einfach mal. So. Einmal das Ding hier, oh, das Ding hier ausmachen. Wo ist hier ein Gegner? Oben auf dem Berg vielleicht? Ah nein, dort vorne einfach. Flop. Oh, da ist ein Teil vom Kopf sogar geflogen. Sorry, das hat bestimmt wehgetan. War aber auch gleichzeitig bestimmt schnell vorbei. Musste zumindest, schätze ich mal, nicht leiden. So, jetzt sind wir auch erstmal wieder aufgestockt hier schön, was unser Zeug betrifft. So, wir müssen mal hier rechts hoch. So, jetzt hier den Weg entlang, würde ich sagen. So. Okay, weiter. Jetzt hier hoch. Schnell, 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 schnell. Los. Hopp. Bevor hier Gegner kommen oder so. Hier ist es gerade etwas ruhig. Was zu ruhig, wenn ich mal so ehrlich bin. Okay, dort vorne sind welche. So, wir erledigen einmal den dort oben. So. Zack, wieder einer weniger hier. Und dahinter ist noch mal einer. Der ist dann gleich dran. Vielleicht können wir ja von hier hinten aus gut was abfeuern. Ach nein, das gehört nicht zum Missionsgebiet. Oh, schnell runter. Gut. Dass das nicht zum Missionsgebiet gehört, wusste ich natürlich nicht. So. Zum Geschütz. Da müssen wir aufpassen. Da drüben auf der anderen Seite sind auch noch mal einige. Oh, 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 nach unten. Gut, 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 gut. Die zwei müssen wir am besten irgendwie schnell ausschalten. Okay, erstmal den Stehenden. So, das ist sehr gut. Gut, jetzt bist du dran. Jawohl. Soweit, so gut. Schallgedämpfte Pistole, schnell los. So, ja. Und weg mit dir. Jawohl, das hat auch gut funktioniert eigentlich. Jetzt plündern wir mal hier die Herren. Die Schrotflinte wollte ich eigentlich jetzt nicht mitnehmen. Ist nicht so geplant. Gib mir meine wieder. Meine Waffe.
So, das ist einmal deaktiviert. Was? Hinten? Kill Nein, them! nein, 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 Mist, ich dachte, wir hätten ja alle erledigt. Damit konnte ich halt jetzt leider nicht rechnen, dass dort unten noch einer hängt. Der hat zwar Alarm jetzt hier und so gerufen, aber ich glaube, so richtig ist hier eh keiner mehr in der Nähe. Wir laufen deswegen jetzt einfach mal weiter hier über die Brücke. Oh, dort vorne kommt ein Auto. Hinlegen. Lass uns probieren, den Fahrer zu treffen. Jawohl. Hey, das ist doch noch einer daneben, oder nicht? Sehr, sehr eigenartig. Sah halt eigentlich so aus. Aber gut. Dann machen wir weiter nach vorne. So, einmal hier drauf. Halt, Moment. Kurz reinschauen. Hier ist jetzt noch einer dahinter. Ich bin doch nicht verrückt hier. Ja, irgendwie hing der fest da drin. Ich weiß es nicht warum. Aber ja. Oder er war schüchtern oder hatte Angst. Ich weiß nicht, was mit ihm los war. Er wollte aber auf jeden Fall nicht raus. Er wollte einfach dort nicht rauskommen. Er hätte sogar eigentlich abhauen können für uns. Wenn er wirklich so große Angst hatte vor uns. Wir sind ja eigentlich nur ein Mann. Naja, aber dafür eine Ein-Mann-Armee. Ein Mann kann trotzdem gefährlicher sein als alle anderen hier. Ja, und zwar wenn er cleverer ist. Die haben zwar meistens eine Überzahl so, also es sind meistens mehr als wir. Ja. Aber wir denken taktisch auch mehr nach. Die sind leider nicht so ganz clever. Nicht immer, ja, nicht immer. Auch wenn man dazu sagen muss, wenn es manchmal sehr, sehr viele sind, ja, da haben wir auch manchmal keine Chance mehr dagegen. Ja. Weil manchmal ist dann natürlich eine höhere Anzahl schon sehr, sehr besser. Ja. Das kann ich auf jeden Fall nicht leugnen. Ich frage mich gerade, wo dort unten noch jemand ist. Weil irgendwo ist dort anscheinend noch einer. Ich würde ihn eigentlich ganz gerne mal noch erledigen, aber ich weiß leider nicht wo. Wo der ist. Ja, hallo? So. Aber wo ist er da drüben? Ich weiß es leider nicht. Leider weiß ich es überhaupt nicht. So, einmal hier hoch. Ich glaube, hier oben war ich wirklich noch nie. Ich weiß es nicht, ob ich hier oben schon mal war. Obwohl doch, wenn ich jetzt hier die Höhle sehe. Hallo? Nein, hier in dieser Höhle war ich noch nicht. Ja, ein neues kleines Gebiet mal so noch entdeckt hier. Ist auch was, ja. Nachladen einmal. So. Ja, da drüben ist immer noch ein Gegner irgendwie in Alarmbereitschaft, aber kein Plan, wo er ist. Lass uns einfach mal von hier aus jetzt mal noch drin ein bisschen auf die feuern, würde ich sagen. Die Kugel fliegt auf jeden Fall. Oh, da fliegt sie wunderschön. Zack. Den hat's richtig erledigt.
Ah, dort sind welche unterwegs. Zwei Mann. Wollen wir die erledigen? Obwohl, ja, die hängen gerade schön beieinander. Nein. Ah, Mist. Lass uns mal kurz hier hin, so. Vielleicht schaffen wir es irgendwie beide zu erledigen. Komm schon, das muss ein schöner Durchschuss werden. Na, ah, jetzt gehen sie weg. Die kleinen Schlingel dort unten. Mist. Jetzt sehen wir sie leider nicht mehr richtig. So. Was? No, 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 no. Nein, fall doch um. Gut, jetzt fällt er um. Ja, das hätte jetzt unsere Tarnung hier gefährden können. Au. Das war ein heftiger Schuss. Muss ich ganz klar mal so sagen. Das war wirklich ein verdammt heftiger Schuss gerade hier. So, dann lass uns jetzt mal dort runter gehen, wo wir eben die zwei Herren gesehen hatten. Lass uns die mal probieren auszuschalten mit der Schalli-Pistole. Oh, was sind das? Ach, das ist ein Geschütz? Ich dachte, das wäre ein Soldat. ETA 90 seconds from you. Was ist das dort hinten? Ist das irgendwie ein Kopf von irgendjemand, der einen Schutzanzug oder sowas anhat? Ich habe keinen Plan. Schnell hier rüber, schnell hier rüber, schnell hier rüber. So, komm hier hoch. Halt dich doch bitte dort fest. Nein. Ah, hier kommen wir rüber. Hier da drüben hat uns gerade fast einer gesehen. Läuft einer. Okay, schnell hier rüber. Der hat erstmal weg. So. Der Scharfschütze hier ist eliminiert. Okay, ich weiß, glaube ich, wie wir es machen werden mit den beiden. Ah, die gehen da drunter. Okay. Das ändert natürlich nochmal meinen Plan. Komm schon, lauft nochmal ein bisschen mehr aneinander, bitte. Na, ja, ich will jetzt nicht unnötig abdrücken. Den eliminieren wir, auch wenn ich weiß, dass wir dadurch jetzt auffliegen werden. Jawohl! Das war ein guter Zeitpunkt. Das war gerade wirklich ein verdammt guter Zeitpunkt. I like it when my targets don't keep me waiting. Oh, dort unten. Okay, lass uns mal hier oben ein bisschen erstmal das Gebäude noch ein bisschen säubern. Ja, war ein bisschen anders geplant, aber egal. Das Ziel ist erledigt. So, und das andere Ziel, was da angefahren kommt. Mist. So. Nohu. Ah, Mist, da hat es uns leider nochmal erledigt. Schade. Darauf hatte ich jetzt leider nicht geachtet, dass dort noch mal einer so richtig neben uns war anscheinend. Schade, dann klappt es auch beim zweiten Anlauf. Lass uns das jetzt beim zweiten Anlauf einfach probieren mit einem direkten, präzisen Treffer. Okay, und der Checkpoint ist leider wieder mal ein bisschen blöd. Ich weiß nicht warum, die Checkpoints sind oftmals hier ein bisschen komisch. Ja. Was mit den Checkpoints bin ich halt wirklich in dem Spiel nicht so richtig zufrieden, wie die immer gesetzt sind.
Oder sagen wir mal so, eher oftmals, ja. Manchmal sind die ganz gut, aber manchmal sind die Checkpoints auch sehr, sehr komisch. Sagen wir es mal so. Ja. Okay, das war nochmal eine Mine. Toll, jetzt sind wir nochmal in die Mine dort reingetreten. Ja, okay. Da machen wir es jetzt nochmal ganz anders. Wir rennen direkt zu unserer Zielperson. Jetzt reicht's mir. So, der eine dort wird ausgeschaltet. So, Munition mit. Gut. Jetzt rennen wir mit unserer schönen Fischtarnung dort entlang hier. So, lalali, lalalu. So. Bam. So, der nächste ist weg. Wir haben jetzt noch genau 10 Schüsse. Jetzt werden wir nochmal hier hoch machen. Hallo. So, gut. Und ich glaube, ich weiß, wie wir es jetzt machen, aber auch mit unserem Ziel. Okay, ja, hier sind wir ja dann vorhin ja lang gelaufen, ja. Gut. Zack. Einmal Spritze rein. Jetzt hier den nochmal plündern. So. Wir haben noch ein bisschen was an Kugeln so bekommen dazu. Jetzt ist der auf dem Dach erstmal dran. So, damit ist noch einer weg. Jetzt hier hochklettern. Jetzt würde ich sagen, den Scharfschützen, der dort weiter hinten war, wegmachen und die bei der Höhle. Das waren eigentlich zwei. Ja. So, das ist der zweite. Okay, der hat was Dunkles angehabt. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht so gut gesehen. So, Ziel eliminiert. Nächstes Ziel eliminiert. Und nächstes Ziel eliminiert. Jetzt einmal plündern. Und hier auch nochmal plündern. Und ich weiß nicht warum, aber heute kommt mir irgendwie das Spiel brutaler vor. So was die Kopfschüsse betrifft und so. Oder ich bilde es mir nur ein, aber irgendwie kommt mir das gerade brutaler vor als sonst. Ah, wisst ihr, jetzt will ich nicht. Probieren bei dem Gepanzerten hier den abzufeuern. Irgendwie diese zwei Gegner dort, die haben irgendwie so ein komisches kleines Bug-Ding an sich. Ich weiß nicht warum, die hat es jetzt gerade wieder so komisch zusammengeschoben und danach wieder nicht mehr. You Also meint, lack das the ist wie ein requisite Fehler. subtlety, Seeker. Dorjev has been alerted. He will not leave his camp. So. Einmal der Juggernaut dort. So, der ist jetzt erstmal dran. Gut. Jetzt erstmal kurz heilen.
Mist, ich finde es schade, dass ich hier nicht so richtig über die Mauer drüber steigen kann. Okay, aber wir können dafür hier unten durch. Hier können wir dafür durch. Okay, dann lassen wir einfach mal weiter rennen. Oh, hat einer gefeuert. Der weiß doch eigentlich gerade niemand, dass ich hier unten bin. Okay, ja, jetzt schon. Ja. Jetzt schon, aber gerade. War schon ein bisschen verwunderlich, dass da einer überhaupt den gefeuert hat. Weil eigentlich da ja noch keiner wusste, dass wir dort unten sind. So. Heilen nochmal. Schön, wenn ihr Kontakt habt. Das freut mich wirklich für euch. So, ich bin dann mal hier weg. So. Einmal hier hinter schnell. Oder. Nein, nein, wir gehen hierher. So. On my way. Pin them down. Ich frage mich gerade, wo die Scharfschützen sind. Wir müssen ja eigentlich irgendwo hier hinten irgendwo sein. Sonst können die mich ja gar nicht sehen. Eigentlich. Ich habe keinen Plan, wo die Scharfschützen sind. Und vor allem, warum treffen die so gut? Okay. Leute, ich würde sagen, wir machen einfach an der Stelle hier Schluss. Ich habe nämlich jetzt nicht vor, unbedingt hier ein einstündiges Video oder so zu machen. Ja. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu lang. Ja. Ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Video weiter. Ja. Wir haben schön auf jeden Fall diese Folge einige erledigt und so. Ja. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, ja. Dort hinten ist auf jeden Fall der Scharfschütze, so wie es aussieht, denke ich mal, irgendwo. Ja, der ist dort hinten. Und ja, Leute. You lack the requisite subtlety, Seeker. Dorjev has been alert. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt an der Stelle hier Schluss. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.